okay, wartet. Der Stream geht jetzt gerade online. So. Halten wir die Musik mal wieder an. Und machen wir das mal so. Ja, Essen lecker, ich weiß. Das ist total geil. Wo war die denn? Achso, genau. Und zwar für die Leute, die jetzt gestern nicht den kompletten Stream noch zu Ende geguckt haben. Wir haben auf unserer Hauptstrecke, also unserer ersten Strecke, genau wie der ersten richtigen Güterstrecke mit Zügen, die habe ich so ein bisschen erweitert. Mit neuen Gleisen und sowas, neuen Tunneln, die dann einmal hier unten rauskommen und hier drüben, die dann einmal quer durch den Berg gehen. Ja, ist auch geil. Und dann haben wir hier eine Strecke gebaut gehabt, die eigentlich ein totaler Fail ist. Weil ich will nicht Stahl holen, ich wollte eigentlich Güter holen. Ich habe die aber hier hingesetzt und greife somit die falschen Güter ab. Und darum kümmern wir uns auch diese Folge wieder. Dass wir das dann ordentlich machen, dass wir uns dann da die Güter holen. Nicht mehr die beschissenen... kein beschissenen Stahl, so. Aber die machen wir auch dran. So. Dann haben wir da mindestens was, dann seht ihr das nämlich auch. Wie das hier unten aussieht. Hier gehen nämlich die Gleise von hier nach da drüben, wo dann schon Züge drauf fahren. Und ja, es fährt ein Schnellzug, aber kein TGW. Und ja, hier läuft halt die Eisenstrecke immer noch durch. Produktion ist ja halt gestiegen, bis auf 200 schon. Und wir wollen dann einfach noch dafür sorgen, dass mehr Bedarf entsteht hier hinten. Dass wir dann sagen, okay, wir müssen jetzt auch von da noch Güter holen und die nochmal wegbringen. Deswegen ist da die umgestellt. Die komplette Strecke. Und ja, die muss jetzt noch wieder geändert werden, falls ich die nicht gelöscht habe. Ja, genau. Hier ist die GNT-06. Die ist immer noch da. Und wir hatten, so wie es ausschaut, einen Wirtschaftscrash Richtung Ende des Streams schon mal. So viel kann ich sagen, weil wir einfach kaum noch Gewinne machen im Moment. Und keiner weiß warum und wieso. Aber wir wissen einfach nur, dass wir weniger Geld bekommen. Sagen wir mal so. Und wir sehen das ja hier, die meisten Fahrzeuge sind jetzt hier zusammengebrochen. Auch die 1 zu reiche Linie ist zusammen. Dafür ist die Straßenbahn dann hochgegangen. Die S-Bahn ist auch hochgegangen. Und halt der ICE, den wir halt neu draufgesetzt haben, nur für eine Haltestelle bislang. Das wird dann auch noch geändert, alles. Also ihr seht jetzt auch nicht das aktuelle Datum und sowas, weil da unten diese Leiste vor ist. Und daran muss ich mir jetzt erstmal gewöhnen, dass da unten jetzt diese Leiste ist mit Spenden und Musik. So. Wir wollten jetzt aber einen neuen Zug kaufen. Nehmen wir ruhig wieder die Lok. Uns hat sie ja im Let's Play auch schon viel gebracht, also willst du schon was haben, was schön ist. Was wohl auch passt. Sagen wir mal soweit das Ganze. Dann Güter. Wieso hat er den nicht gekauft gehabt? So, GT06. Dann passt das auch schon mal. Da haben wir den draufgeschmissen. Dahin kommt er jetzt. Kann nur mit dauern, bis er wirklich rausfährt. Hier unser Stahlzug macht 129 von 156. Bei dem muss ich das noch ändern, dass hier weniger transportiert. Weil wir das mal eingegeben haben hier in den im automatischen Austausch. Das wird ja nicht so viel, also er wird nicht so viel transportieren, auch in Zukunft nicht. So wie es ausschaut. Und ja, deswegen setzen wir den einfach mal ein bisschen runter. Und ja,
Wenn in 12 Minuten der Download abgeschlossen ist von dem einen Plugin, was ich mir gerade mal wieder runterlade, was nicht ging, machen wir es auch nochmal so, dass der Stream dann hoffentlich nochmal neu gestartet wird und dann hoffentlich alles geht. Also hier, jetzt können wir den erstmal beobachten hier für euch. Also er kommt jetzt gerade von der Hauptstrecke runter. So, schieben wir ihn dahin. Gut, habt ihr's. Maxi, moinsen! So. Und dann haben wir da auch alles. Jetzt warten wir nur mal drauf. Das dürfte der neue sein. Genau, 15 Güter fährt er schon. Dann haben wir das auch. Obwohl merkwürdig, dass da einfach so eine Schlucht ist. Aber mindestens hier schon mal alles zweigleisig gebaut. Leider wird sich's garantiert jetzt stauen auf der Güterstrecke so ein bisschen. Aber es sollte ja nicht so schlimm sein. 219.000 alleine mit unter 20 Gütern ist schon eine Menge, muss man mal sagen. Und die Produktion steigt auf 216. Ja, der ICE blockiert jetzt die ganze Zeit hier unseren schönen Fernverkehr, den wir da haben. Welcher ist das? Ist das der T05? Genau. 16 hat was und 4 hat was. Jetzt müssen wir einfach nur darauf warten, dass der Stahlzug öfter kommt. Lol. Hat der gerade echt? Okay, das ist knallhart, dass der Güterzug einfach uns hier den Personenzug abgeklemmt hat. Und dann einfach mal warten lässt. Das ist echt krass. So, damit die hier vorne sich auch nicht stauen, machen wir es einfach so, dass wir hier noch so ein Stück erweitern. Damit das alles wieder ist. Dann hier ist der Beste, sagt Leon. Echt? Bin ich? So. Fahrzeug im Weg. So, Signal gesetzt. Signal gesetzt. Und jetzt kommen hier noch ungefähr die Mitte jeweils eins. Genau. Welche waren die Linie? Ist es? Okay, machen wir mal eine sichtbar an. Wieso fährt unser Stahlzug auf dem Rückweg über das andere Gleis? Genau, so ist das schon vernünftig. Ja, haben wir das alles geklärt. Jetzt sollten die alle vom Takt her langsam sich einfahren. Und wir sehen, der eine Zug überholt den anderen, aber stellt dann doch fest, er will doch nicht so schnell fahren irgendwie. Genau, hier könnten wir dann, hier müssen wir sogar noch Signale ran setzen, weil sonst glaube ich irgendwo in der Pampa stehen bleibt. Wieso habe ich da eigentlich ein Signal? Weil hier keins. Okay, das war schön schnell. Ich wollte gerade sagen, scheiße schnell. Was es ja eigentlich auch getroffen hätte. So. Hier müssen wir überall nochmal Signale hinsetzen. Damit das so ein bisschen vom Dings passt. Demo Daniel, sagt Max. Ja, Maxi Mausi, ich weiß. So, da unten hatten wir den Rest schon gesetzt. Genau. Wie sieht's hier aus bei dir? Du machst 21 Güter schon. Ist nicht schlecht.
Ach du Scheiße. Okay, hier. Fahr raus. Soll der nächste langsam hin. Ne, ich verleg das Signal mal so ein bisschen nach hinten. Damit wir da dann auch gewiss sein können, dass die Züge sich in der Hinsicht nicht blockieren, wenn da einer ankommt. Und dann da steht so, hüps, ja, der Zug hat es nicht geschafft. Und bla. Das wäre dann ein bisschen blöd. Jetzt, der lädt gar nicht so viel. Sollen wir etwa auf die Kohlelinie noch einen Zug mehr draufsetzen oder was? Das wäre eigentlich die Idee. Alter, was ihr da schon wieder habt. ...24-Stunden-Livestream, ey. Als wenn ich das durchziehe. So, wie hoch ist die Produktion jetzt? Hm. So gesehen müsste da eigentlich noch ein zweiter Stahlzug jetzt fahren. Der dann hier die Hilfe gibt. Und hier auch. Der hätte ja hier nochmal, ne? Das können wir eigentlich rausnehmen, weil das war eigentlich nur als Übergang gedacht, so dass der die Güter da einfach noch abgibt und die dann nach da gefahren werden können, also nach hier hinten, aber das ging nicht. Deswegen hat er da auch das Ding nicht mehr. So, hier wartet Stahl. Da kommt der Stahlzug. Nochmal für die Leute, die es nicht gesehen haben, wie der auflädt. Ach, wieso fährt denn der da oben jetzt rein? Ach du Scheiße. Nein. Muss ich hier etwa Signal hinzufügen? So. Soll jetzt nämlich nichts mehr machen. Oh fuck. Jetzt habe ich es nicht gezeigt, wie er auflädt. Aber ihr könnt es euch ja bitte so mal vorstellen, 24 Stunden Livestream, bah. Vielleicht irgendwann später, aber jetzt auch noch nicht. Wäre doch viel zu easy schon für euch, 24 Stunden Livestream rauszuknüppeln somit. So. Ihr wollt N Züge und N Wagen. Oh. Ja, kann man ja später mal nochmal machen. Okay. Lol. Wir geben extra die Kontrolle ab von den Hauptgleisen. Nur damit wir hier diesen Zug raushauen können. Soll man auch mal machen. 26 Güter nimmt schon die 6. Linie. Ja, 5 ist nicht so und 4 auch gerade nicht so. Hier fährt ja noch mal unser LKW, hoffe ich. Genau, Cargos laufen. Da hinten wartet noch genügend 74. Wie konnte der fahren? Wo ist er denn? Die blockieren sich ja auch schon wieder, ey. Den müssen wir einfach mal hier über das Signal rauschen lassen. Dann fahren Erz und Kohle endlich wieder auf unterschiedlichen Wegen. 100 kann der mitnehmen. Hier haben wir jetzt geknackt. Das heißt, wir müssten da entweder einen zweiten Zug oder einen neuen Wagen drauf schicken. Wo ich doch echt dafür wäre. Ja, ich mache eine neue Personenlinie bald. Wo dann auch N-Wagen und sowas drauf fahren. Weil ihr gerade das Verlangen nach einer Endlinie habt, irgendwie. Machen wir das dann. Ludmilla, da haben wir sie. Komm, wir finden auch noch die Wagen. Nein, das sind die Güterwagen nicht. Da sind sie. 1, 2, 3, 4, 5. Zuweisen, was ist denn die coole Linie gewesen?
2. So, hier. Zuweisen. Linie 2. Der Download ist jetzt abgeschlossen, Gott sei Dank. Und jetzt sehen wir da das Erz kommen und jetzt auch die Kohle. Wir haben die Produktion hochgetrieben auf 212. Ja, das wäre dann... Also man könnte einen Tunnel oder sowas bauen, klar. Aber für mich ist es ja so, ich brauche die Fahrzeuge hier nicht, also die Strecke. Deswegen kann ich das auch einfach so machen. Und einen Tunnel, der hier rüber geht, will ich auch nicht unbedingt haben, weil wir wollen es ja noch etwas realistisch haben. Also nicht jeder hat unbedingt jetzt dieselbe Ansichtsweise wie ich, aber ich wollte es halt so machen, dass es halt noch nach etwas aussieht und nicht nach irgendwas. Der ist schon wieder voll. 100, wie viel produziert der? 214 pro Monat. Das könnte gut enden jetzt, wenn wir so weitermachen. Da warten schon wieder 10. Der fährt wahrscheinlich voll. Hallo, ich möchte den Zug. 50 fährt er nur. So, jetzt sehen wir hier aber nochmal den Stahlzug. Wenn er sich so ein bisschen belädt, da habt ihr ihn gesehen. 99 nimmt er mit. Das haben wir auch. Genau, was man vielleicht noch machen könnte, ist hier das Ausbauen direkt zu einer Parallelstrecke. Oder die beiden parallel laufen lassen, dass man da ein bisschen weniger Probleme hat. Das machen wir jetzt mal. Okay, wie sah es vorher aus? Wie sieht es nachher aus? Ach ja, darunter ist ja unsere kleine Abkürzung. So. Machen wir das so. Kollision. Da ist doch sonst nichts weiter. Genau. So. 161 ist in dem Punkt noch okay. Und jetzt wollten wir dann... ist auch Schwachsinn, das von der Seite zu machen. Weil wir könnten auch von hier direkt ausgehen. Dann sparen wir uns dann nämlich ein kleines Witzelchen Arbeit. Was dann das wäre, dass wir dann immer wieder zurück über diese Weiche müssten. Und ja, dann machen wir uns das einfacher. Dann kann man trotzdem hier noch sagen, okay, du möchtest dann rüber. Aber ich muss jetzt erstmal gucken, wie das normal aussieht, wenn ich hier rüber will. Signal im Weg. Da vorne. So. Da ist auch ein Signal im Weg. Dann machen wir das halt so weit. Weiter. So. Kannst du dann machen, garantiert klar. Also es ging jetzt an Stefan. Achso, ihr habt da immer wieder was geschrieben. Ich dachte eben so, hä, wollt ihr mich gerade verarschen? Weil da schon wieder derselbe Text stand wie vor ein paar Minuten schon. So, dann machen wir das so. So, dass wir dann hier den Übergang drin... Das sieht auch scheiße aus, ey.
dann machen wir erstmal hier wieder die Verbindung rein. Und jetzt meckert er darum, weil er da nicht rum will. Genau. Abbrechen. Machen wir dazu. Ist ja auch langsam. Aber da können wir jetzt ja mindestens das Stück abbrechen. Dann kann man das so machen. Fahren wir zwar auch nicht so schnell, aber ist immer noch besser als gar nicht. Und jetzt beginnt die neue Signalverteilung. Ach du Scheiße, ey. So. Tak, tak. Da unten hatten wir schon. Da und da. Und dann. Ja, das wäre es dann so. Jetzt probieren wir das mal aus nach dem neuen System. Und jetzt. Fuck. So, sollte man auch bis zum Ende durchziehen wieder. Machen wir das nochmal neu. So. Genau, der Stahlzug fährt auf das Gleis, der andere fährt auf das. Das ist okay. Nur der graue hier, der gefällt mir noch nicht, unser Durchfahrzug. Aber da nehme ich auf dem Hinweg am besten noch darüber fahren. Dann haben wir nämlich auf jeder Seite ein. Und dann ist es auch okay. So. Dann können wir das auch wieder schließen. Ja, unsere Schnellstrecke will irgendwie nicht mehr so viel Geld machen. Oder sind die zu alt? Was auch sein kann. Ja, Fahrzeugersatz. Müssen wir mal wieder nach schnellen Wagen gucken und dann auch nach schnellen Log. Und dann geht das hier auch klar. Also hier werden keine N-Wagen drauf gesetzt. Aber was man mal machen könnte. Ey, mehr gibt's nicht. Ein Doppeldecker wäre auch blöd. Wir machen einfach mal, weil es ja keine blauen Züge gibt und ich den blauen Zug gerne mag, machen wir das einfach mal so, dass wir uns jetzt hier einen Zug selber zusammenbauen. Erste Klasse mit Bistro. Wo ist denn der eigentlich? Hat er gar kein Fenster? Mist, der hat nur Wagen. Ah ja, 15 Leute passen in einen Wagen rein, ne? Wir haben 5. Dann machen wir 6 noch dran. Jetzt haben wir alleine scheiße viel für den Wagen, also für die Wagen alleine. Wir können 200 fahren. So, aber was können sie jetzt bei denen davor? Sagen dann ja und bei 25%. Das heißt, bei der nächsten Einfahrt in den Bahnhof sollten sie das geändert haben. Stefan hat mal wieder anscheinend Probleme oder Fragen. So, genau, der erste Zug ist schon geändert worden. Der fährt 3 Leute. Von insgesamt 83. Und da müssen wir leider abbremsen. Weil die Frage ist, wieso? So.
38 Leute wollen da schon mal wieder mit. Genau, der zweite ist jetzt auch getauscht. Und das ist endlich mal ein schöner deutscher Zug. Hehe. Ich meine, da wäre eben das Signal kurzzeitig auf Rot gewesen, wieso wir da so abbremsen mussten. Komm, bitte fahr mehr. 290.000 Gewinn. Ja, sieht nicht so Bombe aus bislang. Muss ich sagen. Hätte ich mir mehr erwartet von. Dass hier erstmal die Linie gut läuft. Ach du heiliger Scheiß. Wo ist unser Stahlzug? Der fährt aufs falsche Gleis. So. Eins und dann fährst du darüber. Wollte ich nämlich nicht immer auf demselben Gleis haben. So. 196 fahren wir nur. Was ist denn da los, dass wir nur 196 fahren? Irgendwas ist mit einer Linie passiert, dass die keine Güter mehr annimmt. Die nehmen noch. Wo ist der Zug von hier? Der kommt. Die Fabrik läuft noch mit 17. Sollte aber auch noch schwächer werden. Und das läuft auch. Wieso ist die Produktion hier runtergegangen? Was ist hier los? Irgendwas stimmt hier nicht. 62? 63? Ist der große Zug etwa? Ne, der fährt noch. Und hat 28. Irgendwas ist hier nicht okay. So, erstmal heißt es jetzt hier die LKWs. Fahrzeugersatz. Durch die großen. Und dann setzen wir da auch noch einen mehr drauf. Aber was können? So. Sollen die Güter nämlich nicht mehr weglaufen. Und die Produktion soll hoffentlich wieder steigen. Ja, jetzt ist sie wieder gestiegen. Ich weiß nicht wieso. Irgendwie ist das jedes Mal komisch, ja, und ich gucke jetzt auch mal in den Teamspeak rein. So, was ihr mich da die ganze Zeit zuspammt. Achso, ihr schreibt da untereinander. Jetzt weiß ich das auch. So, dann können wir weitermachen. Und vielleicht sollten wir hier dann auch noch mal einen zweiten Zug draufsetzen. Vielleicht bringt er ja noch mal ein bisschen mehr dann. Und wer weiß, ob da was passiert. Zusätzlich ja 88. Okay, jetzt geht die Produktion halbwegs wieder hoch. Hier ist er jetzt. 88. Schiebt die mal so hin, dass ihr die nicht unbedingt seht. War ich noch. So. Hier hinten ist die Produktion auf 186 wieder. 228 können wir. 230. Obwohl doch. Mich regt es gerade etwas auf, dass da zu viele Autos fahren. Hm.
Was man ja noch machen kann als Notlösung für unsere LKWs, ist auf jeden Fall eine Brücke, die dann auch der LKW-Verkehr nur ran kann oder ran darf. Und dann haben wir da auch ein Problem weniger. Oh, das auch noch. Geht zwar ein bisschen was an Gütern verloren. Ja, 47, Bedarf 236. Und die Autos sind anscheinend zu dumm, da lang zu fahren. Das freut mich. Jetzt müssen wir nur noch einstellen, dass wir hier ein zusätzliches Gleis haben wollen. Nicht genügend Platz. Hier machen wir das weg. Wieder ein. Nicht genügend Platz. Hat hier etwa irgendein Bauer wieder irgendwas gebaut? Scheint so, aber ich kann es nicht abreißen. Jetzt machen wir das mal kurz so. Und dann das auch kurz weg. So. Beschissen. Okay, dann machen wir das so. Upgrade, dann auch noch die Straße. Dann kommen wir da auch an mehr ran. Guten Tag an die Leute, die gerade dazugekommen sind, sehe ich mal gerade so. So. Da läuft alles. Die laufen schon wieder, ey, so ein Mist. Muss ich da etwa noch eine LKW kaufen? So, kaufen wir halt noch einen. Kann weg, zuweisen, Güter 1. Bitte, jetzt lauft aber nicht mehr. Vielleicht sollte ich einfach mal so gucken, dass wir die Landnutzung anschalten. Und dann sehen, ach du Scheiße, die bauen ja in wirklich alle Richtungen aus. Aber wir lassen es mal dabei, dass wir da mit den LKWs das abholen. Und 246 kann jetzt die Produktion ausmachen. Könnte doch Hammer. Was noch nicht so Hammer ist, ist garantiert die Linie. Wo ist denn eigentlich der Zug? Ah, da kommt er gerade. Weil wir so dicht sind, genau. Weil wir so dicht sind, war das eben weg. Genau. Stefan organisiert da schon mal, dass einer von euch dann um 20 Uhr für ein paar Minuten rein darf in den TS. Der extra geholt hatte. Und da sind wir jetzt auch schon wieder um einen hochgegangen. Also um einen Güter, ja, sind wir sogar mehr Güter hochgegangen. Als eben schon. Und das passt, genau. Wie sieht's hier aus? Die fahren fast leer. Das ist traurig. Okay, das heißt wohl, wir machen von hier aus einfach mal die Erweiterung nach rechts weg. Die beste Möglichkeit hier rauszukommen ist, wieder ganz langsam zu fahren. Oder etwas schneller und über die linke Seite. Ja. Wie macht man das denn dann am besten? So, wir probieren es einfach mal aus. Wenn wir so ein bisschen Geld haben wir ja. Basteln wir mal so ein klein wenig hier rum.
So. Bleibt hier gerade nicht viel übrig. Machen wir dazu. Auch nicht möglich. Nur wegen dem kleinen Teilstück. Scheint so. So. Kann man das ja auch noch so machen. Und jetzt haben wir darüber und jetzt müssen wir noch zurück. Beziehungsweise hier unten müssen wir dann auch nochmal in beide Richtungen den Übergang machen. Sonst haben wir nicht das Problem, dass er auf der einen Seite nur reinfährt und nicht auf der anderen auch noch. So, hier unten. Ja, das könnte eine Highspeed-Linie auf den ersten paar hundert Metern werden. Wie kann man schon mal sagen. Alter, nicht genügend Platz, willst du mich gerade verarschen? Okay, da, bitte. Jetzt jammer da nicht. Ja, haben wir die. Und dann gehen wir da mal rüber. Oh. Jawohl. Machen wir das so. Fangen wir mit einer Linie an und gehen dann mit der zweiten Seite nach. Und... hier einen Tucken höher, genau. Kann man dann hier bitte die Brücke machen? Bitte, 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 bitte. Brückenkopfpfeiler-Kollision. Du willst mich doch hier trollen. Oh, erst eine Hauptumfahrung. Jawohl, dann machen wir das mal. Terrain. Dann müssen wir das echt so machen, dass wir das so machen. Kann man die Straße hier auflösen, dann kann man hier ein Stück rüber. Für 300 bitte. So. Dann machen wir das so. 300. Und dann geht es hier auch weiter mit normalem. Mit normaler Landschaft. Machen wir das erstmal. Ah, komm, ich will hier wieder diesen Tunnel. Machen wir das so weit. Ja, ich guck gleich. So. Was? Habe ich da aber nicht gelesen gerade im Chat. Nein! Mist. War das überhaupt die richtige Seite? Ja. Mist, 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 Mist. Oh. Machen wir da halt irgendeine Schlumpi-Umfahrung. Alter. Ist doch so ätzend. Dass es mal wieder nicht geht. So, also nächster Versuch. Machen wir das halt nochmal.
Dann geht das hier auf. Und so. Ja, ja, Stefan, kannst du es machen. Ich entmute euch mal beide wieder. Dann könnt ihr sprechen, wenn ihr wollt. So, was zeigt mir mein... Ja, falls ihr gerade Probleme habt mit dem Video, ich habe das gerade auch. Dass es hier nicht lädt. Hallo? Ja. So, liebe Leute, ich werde jetzt den ersten von euch reinholen, der will. Ich werde mit ihm kurz besprechen, wie es abläuft. Und der hat dann ein paar Minuten Zeit, mit Daniel zu sprechen. Also, bis gleich. Und überlegt euch euer Thema. Ihr habt nur 2 Minuten Zeit und das Passwort wird jederzeit geändert. 2 Minuten nur, bist du gemein, ey. Okay, vielleicht 5, weil heute Daniel so nett war. Gucke, geht doch schon. Mist. So. Haben wir sogar echt eine 300er Strecke? Zum größten Teil auf jeden Fall schon mal. So. Genau das passt. Jetzt fehlt hier noch der Übergang zurück. Juhu, 12 Leute sind wieder dabei. Und dann machen wir das so. Da eins, da eins. Da ein paar. Was gleich die Produktion vom Eisen und sowas sagt, ob die immer noch okay sind oder ob die wieder Stress machen, also halt Probleme. Und dann machen wir das so und lassen hier drauf erstmal eine neue Aufgabe. T04 ist das dann. Von hier hinten T04 fahren. Ach Mist. Hatte ich nicht neue Linie gesagt? So. T04. Und da kommt jetzt hier schön der NB-Zug drauf. Dann haben wir den auch. Können wir den von hier aus starten. Ach ne, das Spiel läuft ja gar nicht weiter, fällt mir aber gerade so nebenbei ein. Wie schnell kann der denn fahren, der Wagen überhaupt? Obwohl, nee, wir lassen... Warte mal. Jetzt muss ich gerade überlegen, wenn wir hier bis dahin die Schnellzugstrecke machen, können wir die erweitern bis da. Ja, es ist gerade noch so die Frage, was man da im Endeffekt macht. Ob das dann halbwegs okay ist, wenn wir da jetzt einen langsamen Zug draufsetzen oder ob wir da halt wirklich einen schnellen Zug draufsetzen. So wie es vielleicht einfacher sein kann, dass sie halt was bringen, aber zum Beispiel der EC bringt ja auch noch nichts, weil er noch keine lange genug Strecke hat, damit er sich wirklich ausfahren kann, um Leute zu transportieren. Deswegen machen wir hier, glaube ich, doch erstmal den NB. Sagen dann hier selber auch. Ja, der dürfte auch alt genug sein, dann machen wir das gleich mit. Sagen wir hier als erstes der Triebwagen, dann ein Wagen, zwei Wagen, erste Klasse. Die können 140 schon mal fahren. Und dazu kommt dann die, ja, machen wir die einfach die 111 da. Zu. Ist leider die falsche Reihenfolge, du kommst nach hinten. So, also ein T04.
Dann haben wir das und machen hier auf T03 den Fahrzeugersatz an. Wir wollen einfach mal gucken, ob das dasselbe oder ob das was bringt. Wenn wir die anschalten. Und hier nehmen wir dann einfach die Route 218, in den Verkehrsroute der DB. Und schauen wir mal, ob das damit dann auch geht so. Dann machen wir dann aber eine andere Reihenfolge. So, dann sagen wir hier auch noch ja. Machen. Wie viel fahren die denn im Moment? 41, 39 und 35. Machen dann hier auch mal den Fahrzeugersatz wieder an. Auch hier bei 25%. Da wollen wir mal schauen, was hier so abgeht. Und ja, hier oben sollte gleich der Zug rauskommen, genau. Damit wir dem einfach mal so ein bisschen folgen, machen wir das einfach so, dass wir so eine Runde schon mal mitfahren. Das war ein schnelles Beladen. Mit 0 Leuten. Bombe. Im Chat ist ja heute gar nicht so viel los. Muss man mal sagen. Und gleich sind wir auch an unserem ersten Zielpunkt. Beziehungsweise am einzigen Ziel beziehungsweise Endpunkt. Mal schauen, was da im späteren Verlauf dann noch weiter abgeht. Vielleicht rechnet sich die Linie mal wieder. Wenn nicht, wäre blöd. Aber im Moment fährt nichts damit. Was ist mit dem ICE und sowas passiert? Der ICE ist anscheinend noch nicht so alt. Erst 9 Jahre. Ich glaube, der konnte 50 oder sowas. Genau. Die machen jetzt im Moment wieder Minus. Yay, sogar da kommt dieser Sound. Zurückbleiben bitte. Hier fährt ja der Schnellzug 44 von 80. Wir sind auf jeden Fall schneller als so manche andere. Auch mal eine schöne Sache. Wie sieht's hier aus? 213, genau. Das läuft. Den kleinen lassen wir nochmal offen. Hält er jetzt an für den ICE? Ach nee, weil da ein anderer gerade rüberfährt und dann bleibt auch gleich stehen für den ICE. Wie hoch ist die Produktionsrate bzw. der Bedarf? 247. Kohle macht jetzt auch Gewinn wieder. Auch mit den größeren Wagen. Also im Moment nur Minus macht, sind unsere externen neuen Linien, die wir da haben. Beziehungsweise einmal die ganz lange, die macht noch so ein bisschen Minus. Und dann die kürzere. Vielleicht bringt das ja was, wenn wir da echt noch einen zweiten Zug draufsetzen. Obwohl hier ist gerade der besetzt worden. Da ist Gott sei Dank kein Fahrzeugersatz drauf, bislang. Genau, 27 Jahre. Und wie sieht das hier aus? Der
Details. Ach ja, schon. Oh, 13 Leute waren es eben mal wieder. Der fährt noch leer. So. Oh, 19 Leute nimmt unser Nahverkehrszug hier mit. Kann einer schon mal wieder rausziehen für euch. Dann seht ihr das wenigstens. Und der lädt 13 Güter. Okay, 14. Wie sieht denn der Bedarf hier hinten überhaupt aus? Wird er gedeckt? Ich kann 36 von 52. Dann machen wir das doch einfach so, dass wir da einfach ins Industriegebiet die Güter reinfahren. Dann verteilen. Dann machen wir dann mal die moderne. Aber überall kommt dann jetzt andere. So, wenn ihr euch mal im Chat ausgemerzt habt, was jetzt das Richtige ist, dann sagt mal Bescheid. Dann kann man wieder normal weitermachen. So. Hier hinten hat er dann auch schon wieder so ein bisschen hinzugefügt. Und dann kommt hier der. Dann kommt hier in den Abzweig rein. Und dann machen wir hier einfach nochmal eine neue Linie mit rein. Straße. Neue Güterlinie. So. Und die heißt dann G02. Dann am besten auch Güter. So. Dann machen wir dazu auch noch ein Depot. Kann man ja einfach auf die Ecke klatschen. Gucken, ob die alle darüber watscheln. So. User left your channel. Nein, die watscheln nicht darüber. Oder noch nicht. Vielleicht wissen es noch nicht, dass das möglich ist. Macht der Personenzug jetzt? Hey, wake up. Wieso soll ich denn schon wieder aufwachen? User joined your channel. 200.000 macht er. Daniel? Ja. Bist du bereit für den ersten? Ich weiß nicht, ist er bereit für mich? Er ist bereit für dich. Okay, holen ihn einfach rein. Okay. Mach einfach, fast der Wies. Also. 46 WTF. Warte mal, ich muss ihn erstmal lauter stellen, damit ich ihn besser höre. So. Lautstärke anpassen. Rede mal bitte, Bernhard. Hallöchen. Und? Okay. So, jetzt dürfte es aber laut genug sein. So, alles klar bei dir. Ja, bei dir? Oh, muss ja, auf jeden Fall. Ey, ich fand's zu blöd. Gestern hast du doch auf YouTube den Livestream gemacht. Also so ein Stream, ich konnte ja mal nicht angucken, wegen in Deutschland ging er irgendwie nicht. Ja, in Deutschland ging er nicht. Ich weiß auch nicht wieso. Obwohl alles GEMA-frei war und eigentlich auch ohne Blockaden gehen sollte. Ja, fand ich halt ein bisschen schade, aber ich will erst mal sagen, wie ich auf deinen Kanal gestoßen bin. Ich habe mir Trailfever gesucht und habe halt Videos gesucht von guten Leuten, wo mir auch Spaß macht zuzuhören. Und als ich das einfach nur zugehört habe, hat mir schon richtig Spaß gemacht, deine Videos zu gucken. Gestern habe ich angefangen. Wow, ja. Nice. Das freut mich zu hören. Gestern bei den Abo-Special, wo du gemacht hast, habe ich auch gesehen, du hast auch Euro Truck Simulator gezockt in den Zweier und ich interessiere mich so für ein bisschen so Simulationen. Halt, es macht dann richtig Spaß, auch zuzugucken und zuzuhören. Das war schön, freut mich. Also
Und ich war auch der, wo unten ein Video geschrieben hast, ob du vielleicht eine SBB-Bahn machen kannst. SBB-Bahn? Die ist, ja. Also, in dem Video ist die SBB-Bahn schon drinne. Von Season 4 ist das. Ja, nämlich, ja, ich, ne? Weiß, ja, da hab ich dich so angefragt dafür. Die wurde ja gebaut. Ja, fand es auch richtig geil von dir, dass du die gebaut hast, wegen ich wohne in der Nähe von der Schweiz. Und mir fährt wohl jeden Morgen und jeden Abend so eine SBB-Bahn vorbei. Das ist doch cool. Freut mich zu hören. Und die sieht fast identisch aus, wie du die gebaut hast. Echt? Ja. Das ist doch cool. Wenn sie dir gefällt und das wirklich so ist, habe ich ja einen guten Treffer gemacht. Ja, ich habe noch eine Frage. Du hast doch diese vielen kleinen Regionzüge noch hinzugefügt. Da ist doch so eine S6 dabei. S26 dabei. S26, warte mal, ich suche mal ein Depot und dann kannst du gleich mal im Stream sagen, welcher das ist. Ja, du okay, sagst, es ist ein Triebzug, ne? Ja, das ist wegen die Fährt. Ich wohne halt in Lörrach, ganz unten am Basel, mit so drei Ländereck von Frankreich, Schweiz und Deutschland. Da wohne ich halt so und da fährt die Lok bei mir vorbei. Triebwagen, ne? Wo ist er denn? So, da haben wir eine ganze Menge. Wir fangen mal ganz unten an, ne? Nee, ich meine, das ist so eine komplett schon aufgebaute Lok, da wie du auch den Holländer geholt hast. Oder den Leon. Yeah, ja, Triebzug, hier sowas. Da, hier. Warte, ich hab gleich wieder hochgescrollt, kann einen Moment dauern, bis er da wieder nachgeladen hat. Also, es gibt da viele, die da angezeigt werden. Warte, jetzt sollte er eigentlich wieder oben sein. Ist das einer von denen, der schon angezeigt wird? Ist jetzt gerade die TS-Verbindung abgeschmiert, oder? Nee, unterm Leo muss da sein. Unterm Leo? Ja, so gut ich weiß. Der Ruhrrhein oder? Ah, hier, du meinst den Seehass. Den Sampler Flirt. Warte mal ganz kurz, wegen bei mir ist auch nicht der TS nach der. Der Stream lädt immer nachher. Ja, hier der SBB, da. Ja, der hier. Der Seehass. Ja, der fährt bei mir unten immer. Der fährt bei mir immer vorbei. Echt? Ja, das ist meine regional. Mein Zug halt mit dem Fall ist zur Schule, besser gesagt. Das ist mal nice, mit dem Zug zur Schule fahren. Das macht nicht jeder. Ich wohne 10 Kilometer von meiner Schule entfernt. Oh. Okay, ist doch schon eine Strecke. Ja, wegen, ich war halt ein bisschen schlecht in der Schule, bin jetzt auf einer Werkschule halt und ich wohne in Brombach, heißt die Region bei mir. Und er fährt dann durch, durch Hopfheim, durch Brombach und dann hinten Städten. Und da ist halt meine Schule. Genau neben einer Hochwerkschule, also eine richtig hohe Schule. Okay, das ist cool. Okay, sonst noch was zu wissen? Fragen? Eine Frage hätte ich noch. Wie bist du eigentlich drauf gekommen, dass du YouTube machen wolltest? Das ist eine gute Frage. Die wurde mir schon mal gestellt. Es kam einfach so, dass ich damals zeigen wollte, was ich so mache oder was ich so gemacht habe, weil damals habe ich ja Minecraft so ganz viel gemacht und habe da auch sehr viel gebaut und auch Speedbuilds gemacht. Sieht man ja zum Beispiel wieder in meinem Danke-Video, also in dem Special-Video von gestern. Ja, ich habe noch ein paar Videos geguckt von dem Speedbuilding. Ja, das habe ich dann halt damals gemacht und dann kam einer aus meiner alten Schule, aus meiner Realschule, kam dann auf die Idee, ja, wieso machst du nicht YouTube und zeigst das denen? Und er hat das wohl, glaube ich, nur als Scherz gemeint und ich habe das einfach durchgezogen und dann kam immer mehr und mehr und mehr. Irgendwann kam dann auch so ein Gestaltungsvideo und dann reichte es mir nicht mehr mit Minecraft, dann kam halt Euro Truck Simulator, hatte ich richtig Bock drauf. Hab das auch, also ich habe auch Euro Truck Simulator 1 gezockt. Glaube, die Hülle steht hier sogar noch irgendwo. Warte mal. Das ist eigentlich vorbei, aber ich gönn dir noch einen. Lass ihn mal zu Ende reden. Hab dann Euro Truck Simulator 1 gehabt, 2, dann habe ich die komplett gespielt gehabt, dann kam Spin Tyrus raus, da bin ich auch nur so aus Zufall drauf gekommen, weil irgendein Russe das gespielt hatte und das neben einem Video verlinkt war. Habe ich mal reingeguckt und ja, dann baute sich halt so langsam die Community auf, wie sie jetzt ist. Und es macht richtig Spaß, das zu machen, weil YouTube macht mir auch so geil gemeint so Spaß,
wenn man sich neue Herausforderungen setzt, wie zum Beispiel Train Fever Speedbuilds oder sowas, dann macht das schon mal richtig Spaß. Vor allem, du musst halt überlegen, wie du es machst, wie du es angehst, wie der Videoschnitt ist und sowas. Und es macht doch richtig Spaß, muss man ganz ehrlich sagen. Also die Leute, die noch nie davon irgendwas gemacht haben oder wissen, die verstehen das auch, glaube ich, nicht so ganz. Also, ich mache es eigentlich nur aus Leidenschaft. Sagen wir es mal so. Das merkt man auch mal deinen Videos. In der sind voller Energie. Das merke ich auch richtig, dass du mit voller Leidenschaft und Lust die Videos machst. Und ich hätte noch eine kleine Frage. Vielleicht könntest du vielleicht später einmal. Du kannst doch bestimmt den Gammel-Server. Ja. Du könntest doch vielleicht gleich, wenn die Community dabei auch darauf Bock hat, vielleicht später eine große Party machen und zusammen Ender Games, Bed Wars oder TTT mal eine Runde zocken. Das könnte man auch machen, wenn man will, ja. Also. Okay. Enrico, du hast nichts groß verpasst, nur der erste Zuschauer war jetzt im TS. Das kann der Stefan gleich erklären. Weil ich gehe jetzt gleich essen. Habe ich ja gesagt gehabt, für die Leute, die gestern den Stream geguckt haben, weil heute einige früher ins Bett müssen, habe ich gesagt, fange ich den Stream früher an. Hör dafür aber erst später wieder auf und mach dazwischen noch eine kleine Pause wegen Essen und sowas. Und die Pause kommt jetzt, ne? Und nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst, dass erstmal dann nur Musik läuft, ich weg bin und Stefan und... ich komme gerade nicht auf den zweiten Namen, aber... Ja, ist mir egal, wer dann gerade da ist. Und die passen dann so ein bisschen auf und die können das dann auch erzählen, was so in der letzten Zeit passiert ist. Also, ihr wisst Bescheid. Ich mach kurz die Pause und wir sehen uns nach dem Essen wieder. Guten Appetit. Dankeschön. Appetit. So, lassen wir das erstmal laufen. Und nach dem Essen mache ich dann erstmal nochmal die Plugins für den Stream. Und dann schauen wir da weiter. Und was da wirklich passiert ist. Also, wir sehen uns gleich wieder. Haut rein, bis dann und ciao. Mahlzeit.